Hallo, herzlich willkommen bei Verstrickt und Zugenäht. Jetzt habe ich ein kleines Video für euch, möchte ich hier aufnehmen, damit ihr euch zurechtfindet auf Ravelry. Hier ist jetzt die Startseite. Hier habe ich jetzt schon meinen Username Ellie15 eingegeben und mein Passwort. Wenn ihr euch zum ersten Mal anmeldet, dann hier müsst ihr auf Join Now tippen, dann könnt ihr euch anmelden. Ich mache das mal kurz, damit ihr das seht, wie das aussieht. Hier ist Step 1, to sign in. Das ist jetzt am Anfang auf Englisch. Wer das auf Deutsch möchte, Moment, ich hebe das hier kurz, muss hier unten einfach nur auf Deutsch tippen. Also das im Tablet oder klicken, am PC natürlich. Es ist nicht alles dann auf Deutsch. Das ist der einzige Nachteil. Es gibt immer noch einzelne Passagen, die dann trotzdem Englisch noch sind. Aber hier, ja, E-Mail-Adresse. Hier kann man die E-Mail-Adresse eingeben. Und ich muss jetzt mal einen Schritt auslassen, weil ich möchte jetzt keinen zweiten Account mehr hier machen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal zurück, log mich ein und dann erkläre ich euch das Weitere. Und zwar hier oben seht ihr jetzt Foren und mein Notizbuch. Und hier ist mein Avatar. Das ist unsere erste Katze, der Lucky gewesen. Und jetzt, hier auf den Avatar tippe. Wenn man sich zum ersten anmeldet, ist da so ein Kopf einfach nur zu sehen. Und hier Profil ansehen, hey Ellie15. Dann gehe ich mal hier drauf, dann sieht man mein Profil. Das ist das, was man eben am Anfang eingeben kann, muss. Es ist nicht verpflichtend, überall was einzugeben. Man kann, wenn man möchte. Ich gehe jetzt hier mal auf Profil bearbeiten. Dann kann man hier eben, meine E-Mail-Adresse habe ich gar nicht eingegeben. Das ist gar kein Muss, sehe ich gerade. Man kann einen Blog verlinken, wenn man hat. Das ist jetzt ein alter Blog, der ist eigentlich nicht mehr aktiv, trotzdem. Hier kann man eingeben, leider ist eben hier vieles auf Englisch, Privatsphäre, zum Beispiel Privacy. Dass es eben hier oben anzeigt, wenn man online ist, dann erscheint so eine Blume, hier, eine Glühbirne, genau. Man kann anzeigen, wann man das letzte Mal online war, dass das einfach Freunde sehen. Aber das ist alles freiwillig. Hier habe ich jetzt das Häkchen gesetzt bei Ravelry Messages, dass man die akzeptiert, dass ich meine Nachrichten bekomme, weil hier oben gibt es so einen kleinen Briefkasten hier, so einen Briefumschlag. Da kann man Nachrichten bekommen von Ravelry, von Freunden, von allen möglichen. Das finde ich ist wichtig, dass man das antippt. hier kann man Fotos verstecken, die eben, wenn was nicht für die Altersklassen geeignet ist. Man kann seinen Username, Passwort ändern. Hier habe ich Zugriff erlaubt auf verschiedene Apps und Accounts, weil ich habe zum Beispiel die Stash2Go-App mir auf dem Handy raufgeladen. Hier sieht man das. Und Love Knitting, die Ravelry Mobile Site, also dass ich es auf dem Handy habe. Das muss man halt erlauben oder nicht, je nachdem. Hier kann man persönliche Angaben machen. Mein Vornamen habe ich hier eingegeben. Hier kann man auch Spitznamen eingeben. Geburtstag, das ist aber alles jetzt freiwillig. Man muss auch nicht muss nicht mal das Land angeben. Das ist nur freiwillig. Man kann das selber hier angeben, wenn man was möchte. Wie lange man strickt, ob man Tiere hat, Lieblingsfarben. Ja, also hier kann man auch noch soziale Netzwerke verlinken, wenn man auf anderen Netzwerken aktiv ist und möchte, dass es ein bisschen vernetzt ist, dass man einen auch da findet. Eben mein Facebook-Name, Instagram, wobei halt, das stimmt, Instagram ist jetzt anders. Egal, muss ich nur ändern. Gut, dass ich gerade hier bin. Hier kann man noch andere soziale Netzwerke hinzufügen, YouTube-Kanal verlinken. Hier habe ich den auch nochmal verlinkt. Stricken ist für mich Yoga. Hier kann man reinschreiben, was man möchte. Auch wenn man Tauschpakete über Ravelry macht oder so, kann man hier so einen Steckbrief auch für immer festhalten. Oder für immer halt. Man kann es jederzeit ändern. Und ich lasse jetzt alles mal soweit und tippe einfach auf Änderungen speichern. Dann habe ich hier meine Startseite. Das ist jetzt so meine Profilseite. Hier sieht man, in welchen Gruppen man ist. Das sind bei mir 39 momentan. Hier die Website, hier sieht man meine fertigen Objekte, kann man da finden. Und wenn ich jetzt hier auf mein Notizbuch gehe und Projekte, dann sieht man alles, was ich so zuletzt gemacht habe und WIP, also Work in Progress. Hier kann ich auch meine Sachen dann
aktualisieren oder eingeben. Eben gerade gestern fertig geworden ist der Starting Point. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich die Fotos, die ich da hochgeladen habe. Hier habe ich Notizen gemacht. Ich habe die Anleitung verlinkt, welche Nadelstärke ich verwendet habe, welches Garn ich benutzt habe. Hier könnte ich noch ergänzen, wie viel ich genau von jeder Farbe verwendet habe. Das muss ich noch machen. Das muss man nicht freiwillig. Wenn ich jetzt hier Projekt editieren gehe, kann ich hier eben eingeben, wann ich das begonnen habe. Ich habe am 5. Mai begonnen und am 14. Juli beendet. Aber das sind jetzt Sachen, die sind nicht so wichtig. Was gibt es denn noch, was zu wichtig zu erzählen? Hier kann man auch das Garn und die Anleitung bewerten, den Schwierigkeitsgrad für einen selber. Ja, das ist eigentlich soweit alles okay. Da gibt es nichts zu ändern momentan. Save Changes hier unten. Da tippt man wieder drauf, wenn man nichts verändern will, wenn alles soweit passt. Das füge ich später hinzu. So, gut. Das war jetzt die Seite. Was genau zum Fotos hochladen. Ich wurde gefragt, wie man Fotos hochlädt. Ich mache das über die App Stash2Go. Da kann man, es gibt einen Reiter, aber das kann ich jetzt hier am Tablet, habe ich jetzt die App noch nicht drauf. Das kann ich jetzt, müsste ich vielleicht ein separates Video mal machen. Es gibt verschiedene Fotos hochzuladen. Hier, Upload from iPad kann man machen, wie über Instagram, Google, Flickr. Eben, da gibt es alle möglichen Varianten. Wenn ich hier, kann ich Datei auswählen und dann da das Video hochladen, aber das mache ich jetzt nicht, weil sonst seht ihr meine privaten Fotos, die ich da auf dem Tablet habe. Hier Appropriate for All Ages, also das ist jetzt kinderfreundliche Bilder, das ist jetzt kein spezieller Inhalt, das kann man lassen. Hier kann man auch noch die Reihenfolge, wenn man möchte, verändern. Zup. Oder wieder zurück. Oder auch Fotos löschen oder noch bearbeiten. Also hier mit dem Mülleimer. Will jetzt nicht. Ich möchte auch das da hin haben. So, jetzt stimmt es wieder. Gut. So, das zum Fotos hochladen. Eben wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten über die App, direkt über das Tablet. Da muss man einfach nur sich durchklicken. Wird eigentlich alles gut angezeigt. Was ich gern mag, ist hier oben Anleitungen. Das ist ein großes Feld. Hier kann man einfach nur Anleitungen suchen. Man gibt einen Namen ein, Designer von einem Tuch oder irgendwas. Dann wird einem das ausgespuckt. Hier ist diese Hot Right Now Section, was gerade am meisten favorisiert wird. Hier kann man, wenn man tippt, auch mehr, also die Top 20 auch an sich anzeigen lassen. Das lädt noch und das ist ein großes Loch, in das man fallen kann. Da kann man sich die verschiedenen Anleitungen anschauen. Und wenn ich zum Beispiel sage, mir gefällt jetzt das Shirt gut, mal so zum Beispiel, dann sehe ich hier, das wird mit Decay-Garn gestrickt. Das ist die Maschenprobe, die empfohlen wird, die empfohlene Garnstärke. Es ist ein kostenloser Ravelry-Download hier. Hier ist noch beschrieben, wie das Shirt ausschaut. Mensch, das ist ja gut. Und hier an der Seite über diese Anleitung, finde ich, ist dieser Bereich sehr interessant. Zu dieser Anleitung, die ist wohl recht neu, gibt es erst 6 Projekte. Aber die schauen wir mal kurz an. Und dann sieht man, ich sehe jetzt bloß 2. Naja, komisch. Das ist wohl wirklich noch ganz neu. Ich sehe hier auch, in welchen Sprachen es das gibt. Auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch gibt es die Anleitung. Und eben, wie gesagt, kostenlos. Das ist das Garn, das empfohlen wird. Hier finde ich noch mehr Anleitungen von dieser Designerin. Und hier kann man sich einfach die Bilder und die Beschreibung noch genauer anschauen. Hier kann man auch, also alles, was hier so unterstrichen ist, ist ein Link zu weiteren Feldern. Also hier kann ich noch mehr über dieses Garn, das die Designerin verwendet hat, in Erfahrung bringen. Hier kann ich noch mehr eben von der Designerin selber sehen, was sie schon hochgeladen hat. Genau, da gehen wir zum Beispiel gerade nur mal zum Beispiel auf diesen Pullover. Ich hoffe, dass ich da jetzt mehr finde. Ist auch eine kostenlose Anleitung. Und hier gibt es eben 45 Projekte. Jetzt hoffe ich, dass ich da mehr Bilder finde, um euch zu zeigen, was ich möchte. Genau. Hier seht ihr nämlich ganz viele verschiedene Varianten, wie andere schon diesen Pulli gestrickt haben. Drum finde ich es auch so
ganz schön, wenn man seine Ravelry-Seite ein bisschen pflegt, weil man dann doch anderen auch hilft. Hier sind nämlich zum Beispiel ein Beispiel, hier sind ein Kommentar, hier sind 41 Herzchen und 4 Rettungsringe. Und diese Rettungsringe heißen, das war für andere schon hilfreich, die Angaben, die die Dame gemacht hat, die diesen Pulli gestrickt hat. Ich tippe hier mal auf More, also mehr von diesem zu sehen. Und da sehe ich eben diese Dame, diese KE21, hat den gestrickt mit 3,5 und 3er Nadeln, hat 8 Stränge verbraucht von insgesamt 7 schwarze und 0,2 von dem hellen Grau und 0,2, also hier sieht man sogar genau die 10 Gramm von dem Medium Grey. Eben sie war Teststrickerin, hat sie hin, und hier hat sie geschrieben, was sie geändert hat an der Anleitung. Allerdings jetzt hier auf Englisch. Da muss man halt manchmal sich ein bisschen durchsuchen, wenn man das auf Englisch nicht lesen kann, bis man jemanden aus Deutsch findet. Aber ich finde das immer sehr, sehr hilfreich. Sie hat das auch innerhalb von 5 Tagen gestrickt, diesen Pullover. Das ist auch mal interessant. Man schafft das in 5 Tagen. Und hier sieht man dann ganz viele Bilder, auch Tragefotos, wie so ein Design ausschaut, wie das auch in anderen Körpern ausschaut. Weil eben, es hat ja, ist ja nicht jeder gleich gebaut. Jetzt eben, sieht man, kann man ein bisschen vergleichen. Hier wurde es zum Beispiel auch als Cardigan gestrickt. Und man kann ein bisschen auch gucken, wie kommen die Farben raus, wenn ich das mit so einem Blau kombiniere oder mit Braun. Das ist ein Punkt zum Thema Anleitung. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Startseite von Anleitungen. Du möchtest stöbern. Verwende die erweiterte Suche. Also das Deutsch ist manchmal nicht so optimal hier. Jetzt gehe ich mal auf die erweiterte Suche. Das ist auch so ein Punkt, den ich super spannend finde, weil ich hier nämlich jetzt ein bisschen ausschließen kann, was ich habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt 800 Meter Sockenwolle und möchte daraus mir ein Accessoire stricken, dann kann ich hier Accessoires tippen. Sage, ich möchte bitte was für den Hals oder Oberkörper haben. Hier ein Schlauchschaumponch, ein Tuch oder Stola möchte ich bitte haben. Dann kann ich hier noch antippen, ich möchte stricken, nicht häkeln. Ich möchte schauen, dass sie kostenlos tippen. Das online nochmal raus. Hier kann man eben immer weiter den Filter verkleinern. Mit Foto natürlich, möchte ich sehen, wie das ausschaut. Dann kann ich hier antippen, verschiedene eben Mehrfarben, Technik oder verschiedene Designs. Ich möchte gerne bitte Mosaik stricken lernen oder halt das Mosaiktechnik machen, weil ich 2 verschiedene Farben habe. Hier kann man noch Alter, Geschlecht, Passform, Weite, da kann man eben immer weitergehen. Ich möchte, das soll für Erwachsene sein. Es soll auf jeden Fall Unisex sein. Und dann eben, ich habe Fingering, Garnstärke. Hier kann man noch eingeben, wie viel Lauflänge ich habe. Ich habe zum Beispiel 800 Yards, also man kann das auch in Metern, hier ist sogar Meter, genau. Hier schon verwendete Farben, 2. Also ihr seht hier oben, schaut mal, und schon, werden mir nur noch 2 Tücher vorgeschlagen. Von Anfang, ich weiß nicht wie viel Hunderten. Und jetzt kann ich mal gucken, das ist jetzt ein kostenloser Mosaikschal in 2-farbige mit Fingering Garn. Hier wurde, sehe ich dann wieder zum Beispiel Beispiele. Wenn ich noch mehr von diesen Projekten sehen möchte, hier sehe ich, das ist aus der Nitti, First Fall 2018. Hier kann ich noch mehr Projekte sehen, wie es bei anderen wieder ausschaut, dieses Tuch. Kann ich wieder runtergehen. Hier hat jeder wieder seinen Kommentar dazu geschrieben, manche auch nicht, das muss man ja nicht. Hier ist zum Beispiel was auf Deutsch. Sie hat das aus handgesponnener Wolle gestrickt. Zurück. Und jetzt, wenn ich eben sehe, diese Designerin, das war aus der Nitti First Fall 2018. Also, das ist die ganz aktuelle Nitti, oder? Dann gucken wir doch da mal gleich mal rein. Dann, wenn ich da wieder drauf drücke, werde ich wieder verlinkt zu nitti.com. Das ist ein kostenloses Online-Strickmagazin. Und hier View All 12 Anleitungen. Also, das ist eben dieses, was ich gemeint habe. Das ist oft auch so ein bisschen gemischt. Es ist viel auf Deutsch, aber dann doch ein bisschen Englisch, weil die nicht alles übersetzt haben. Aber es ist trotzdem toll, dass es so viel jetzt auf Deutsch auch gibt. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel alle Anleitungen, die in der aktuellen Nitti
verfügbar sind. Also dieses Online-Magazin, dieses kostenlos. Hier gibt es auch einen schönen Pullunder, eine tolle Mütze, ein Cardigan, Socken. Und wenn ich sage, also das ist dieses Endlosloch. Man kommt von einem zum anderen. Ich möchte jetzt mir die Anleitung mal noch genauer anschauen. Und sehe hier auch wieder, was Aranstärke, die Maschenprobe wird weiterhin noch beschrieben. Und hier finde ich eben, komme ich dann direkt zur Nitti-Seite, wo ich mir dann die Anleitung kostenlos runterladen kann, wenn ich möchte. Hier steht, das hier ist nochmal genauer beschrieben, was man braucht. Und hier kommt der Chart und noch mehr Text zur Anleitung. So, machen wir das was mal dazu. Sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Also das ist eben eine Lieblingsfunktion von mir, Anleitungen. Wenn ich sage, ich habe das und das Garn und da möchte ich eine tolle Anleitung mir dazu aussuchen. Die soll, darf was kosten, darf nichts kosten. Das muss man einfach sich selber ein bisschen begrenzen. Oder wenn man sagt, man möchte was für ein Baby stricken und hat gar keine Ahnung, wo finde ich was, dann findet man hier immer Hilfe. Hier gibt es dann auch noch einen Reiter, eben Garne. Da kann man dann auch zu bestimmten Garn alle möglichen Details und Informationen finden. Das ist unglaublich großer Pool hier. Dann gibt es noch den Reiter Personen. Da werden dann die Freunde, die man hat, auch verlinkt. Gruppen findet man. Also wenn man sagt, ich möchte eine Gruppe beitreten, kann man hier Gruppen so generell suchen. Hier sind die Gruppen, wo ich schon dabei bin, zum Beispiel. Jetzt gehen wir gerade mal zur Podcasting auf Deutschgruppe. Sehe ich sie jetzt hier auf den ersten Blick? Ihr seht sie wahrscheinlich, ich nicht. Na, wo ist sie denn? Ich bin jetzt blind, ich finde sie jetzt da. Wenn man jetzt in so eine Gruppe reingeht, Podcasting auf Deutsch zum Beispiel, da bin ich Mitglied seit April 2013. Hier wird beschrieben, was die Gruppenregeln sind, wer neu dabei ist. Und hier, das sind diese Threads, von denen wir immer sprechen. Und hier gibt es eben den Thread Tour de Vlies. Da kann man seine Tour de Vlies Sachen dann posten. Vorstellungsthread gibt es bei fast allen Gruppen. Podcaster können sich hier vorstellen. Und hier sieht man eben, welche Podcasts es so gibt zum Beispiel. Und da kann man sich dann auch austauschen und kommunizieren. Viele Podcaster haben aber eine eigene Gruppe. Das ist eben, man kann in so viele Gruppen gehen, wie man möchte. Man sieht hier 992 Mitglieder, 14 davon sind online gerade. Genau. Was wäre denn noch wichtig hier? Ja, wie immer ein Projekt zum Beispiel anlegt, finde ich, ist noch ganz wichtig. Also das ist jetzt mein Notizbuch, meine Projektseite. Hier seht ihr alles, was ich so gestrickt habe. Nicht alles, aber alles, was ich eingepflegt habe. Es gibt einzelne Sachen, die immer nicht drin sind. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nachschauen, meine Adventurers. Da sieht man dann Bilder. Hier habe ich dann geschrieben, wo ich das her habe, wie viel gar nicht verwendet habe. Hier die Anleitung. Ich habe es am 22. August begonnen, am 30. November beendet. Ich kann das auch mit anderen Gruppen hier teilen, also dass es anzeigt in anderen Gruppen, hier von wem die Anleitung ist. Und ich habe jetzt auch bei anderen nach Adventures geguckt, wie es bei denen ausgeschaut hat, habe mich da ein bisschen wegen der Größe, wegen irgendwelchen Anpassungen informiert. Finde ich ganz praktisch. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und wenn ich jetzt ein neues Projekt angeben möchte, ich habe nämlich zum Beispiel noch nicht meine Flamingo-Socken hier dazu hinzugefügt. Machen wir gleich mal. Also New Project, neues Projekt. Das ist mein 275. Projekt, das ich hier anlege. Hier kann ich wählen, ob es Crochet heißt Häkeln, Stricken, Loom Knitting, das ist eben dieser kleine dieser Strickrahmen, also das maschinengestrickte, gewebt oder gesponnen. Aber wir machen jetzt Knitting. Hier gebe ich dem einen Namen. Meine Flamingo-Socken. Und hier kann ich antippen, ob ich eine Anleitung benutzt habe, die es auf Ravelry gibt. Oder ob es keine Anleitung ist, ob ich das selber erfunden habe. Oder ob die Anleitung auf Ravelry nicht verfügbar ist. Also ich nehme meistens meine Lieblingsanleitung. Das ist nach dem Standardrezept von Woolenwein.
My Favorite Socks, da bin ich jetzt bis mal gucken, ob ich noch. Ob es die gleich findet. Jetzt gehe ich mir auf Öffnen. Dann wird mir hier vorgeschlagen, My Favorite Socks. Gibt es ja von ganz vielen Designern, aber na, die sind das. Die von der Kristen Woolen, meine sind. Schreibt sich ein bisschen andersrum, finde ich die immer nicht aufs erste Mal. Lass mal das mal weg, das mal. Die Favorite Socks von Christine Lehrer vom Woolen Vines Ravelry Store. Das ist eine kostenlose Anleitung, sieht man bei Free. Und jetzt hier kann ich Choose this Pattern, dann wird die nämlich gleich verlinkt. Wenn jemand meine Videos, meine Seite hier anschaut, findet er gleich den Link dazu. Hier ist das jetzt verlinkt. Das muss man nicht machen, aber ich finde es ganz praktisch. Made für wen die gemacht werden. Me. Dann kann ich hier drüben antippen. In Progress oder ob es fertig ist, ob es Hibernating ist, also ob es rot oder ob es gefrockt, also gerippelt wurde. Hier kann man auch Smileys vergeben. Ich habe jetzt ungefähr so ein paar bisschen. Hier kann ich mein Startdatum angeben. Ich habe die begonnen am Samstag vor einer Woche. Das heißt, ich habe die hier begonnen. Das weiß ich sicher. Am 7.7. Dann fertig sind sie ja noch nicht. Welche Größe ich davon stricke, kann man hier ein geben. Hier kann man noch Tags einsetzen, dass hier jemand was sucht, das schneller findet, aber das ist eben auch freiwillig, mache ich eigentlich nicht so oft. Hier kann ich noch eingeben, welches Garn ich verwende. Also das ist jetzt zum Beispiel von Mollo Holica. Und wenn ich dann hier auf diese Zeichner tippe, hier Mollo Holica Basic, Merino, hier wird mir vorgeschlagen, welches es ist. Die hier hinterlegt sind, das ist die Basic Sockenwolle. Und hier kann man den Farbnamen eingeben, die Farbe, wo es mir ähnlich ist. Hier gebe ich noch meine Nadelstärke ein, die ich verwende. Das ist die 2,5. Und hier kann man eingeben, wo man es gekauft hat. Da kann man den Shop und den Laden verlinken und wann und wie viel. Und ja. Copy and add another colorway. Das ist, wenn man mehrfarbig zum Beispiel strickt und dann kann man das einfach eingeben, dann muss man nur die ändern. Hier kann man auch Stash-Yarn verwenden, also wenn man das verwendet hat, antippen. Hier mache ich mir oft bei Socken eigentlich immer die Notiz 56 Maschen, also wie viel ich angefangen habe, dass falls ich mit der zweiten Socke nicht sofort anfange, ich das auch noch weiß. Hier kann man sich das, wie im Notizbuch, alles dazu aufschreiben. Und dann hier wichtig hier unten, Save Changes, wenn ich fertig bin mit meinen Änderungen oder Einfügungen. So, okay, so schaut das dann jetzt aus. Hier habe ich jetzt meine Sachen drin, was ich möchte. Mir muss jetzt vorerst nicht drin stehen. Hier kann ich noch das Garn bewerten. 5 Sterne. Hier sieht man, es gibt schon 991 Socken von diesen Basic-Socken. Ja. Und dann gehe ich mal zurück zu meiner Projektseite. Und dann seht ihr, hier ist jetzt fehlt noch das Foto. Das muss ich noch hochladen. Da habe ich jetzt hier auf dem Tablet keins, das ich jetzt hier direkt euch so live einfügen kann. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich sehe, es ist ein WIP. Und ich bin jetzt bei 20%. Also ich meine, bei der Trachtenjacke stimmt es auch nicht. Da bin ich jetzt auch schon viel weiter. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel für euch. Da tippe ich dann Projekt editieren, wenn ich das verändern möchte. Und sage, ich bin jetzt schon bei 65% zum Beispiel. So. Save Changes. Hier sieht man unten auch, wie oft es schon besucht wurde, die Seite. 24 Mal von anderen. Hier habe ich auch verlinkt die Anleitung zum Beispiel, welche Größe ich stricke und auch wieder das Garn. So als Beispiel. Ja. Was gibt es denn noch? Müssen wir nochmal gerade zurück zu Projekte. Ach ja, hier kann man noch die Reihenfolge ändern. Hier habe ich zum Beispiel, dass die Work in Progress zuerst und welche ich am meisten happy bin. Hier kann man das bisschen die Reihenfolge ändern. Hier kann man auch seine Filter machen, wenn man selber ein Projekt sucht. Oder wenn ich hier tippe, Search Projects, wenn ich zum Beispiel suche, wo ist denn mein Waiting for Rain? Den habe ich doch mal gestrickt. So, hier ist er. Und das war ein Teil von dem Garn, das war früher mal eine
Makratea. Nicht Makratea, habe ich da gerüppelt. Hier sehe ich dann auch, hier ist meine Anleitung. Für wen ich es gemacht habe, ich habe es mit Dreier Nadeln mit Malabrigo Sock in der Farbe Eggplant gestrickt. Ich habe das in der Wollsucht in Flensburg gekauft und Rohrspatz Wollmeise Pure Farbe Meilenstein gestrickt. Genau. Und hier seht ihr ein bisschen, wie es entstanden ist. Ich finde das auch mal ganz spannend, wenn das dann doch mal eben 2 Jahre her ist. Hier habe ich jetzt keine weiteren Notizen gemacht. Das mache ich, da bin ich ein bisschen schlampig. Also ich glaube, ich habe nicht so viele Projekte, wo ich viele Notizen gemacht habe. Gerade überlegen, gibt es was, wo ich mehr Notizen gemacht habe? Ich glaube nicht. Nee. Manchmal fehlt auch das Finished-Foto. Kommt auch manchmal vor. So, das war jetzt mal ein kleiner Einblick von mir für euch auf Reverie, wie man zurechtkommt. Das dauert jetzt schon 25 Minuten. Okay, dann ist es doch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter, euch auf Reverie zurechtzufinden und traut euch. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann gerne her damit. Das war jetzt nur mal so ein grober Überblick mit Funktionen, die ich jetzt wichtig finde, die ich gern mag, die ich praktisch finde. Einfach melden. Okay? Dann bis bald. Tschüss.